Und ein herzliches Willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Black95, und ja, das ist mein allererstes Let's Play. Und zwar Bioshock, der erste Teil. Ich habe den noch nie gespielt und auch noch nie Videos davon angesehen. Und da dachte ich mir, wieso Let's Playst du es nicht einmal? Weil ich habe oft gehört, es soll ziemlich gut sein. Und ja, da denke ich mal, starten wir das Spiel. Und zwar, ich habe es kurz angezockt, wie ihr das sehen könnt, und weiß, dass es ziemlich dunkel ist. Das heißt, ich werde dann die Helligkeit etwas einstellen. Ja, so sollte die Helligkeit passen eigentlich. Ich habe ja schon mal im Voraus die Helligkeit eingestellt. Wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel. Ich habe nicht sehr weit gezockt, also angezockt. Nur bis zur ersten Fähigkeit. Man bekommt in diesem Spiel Fähigkeiten. Und ja, davon werdet ihr noch im Laufe des Spiels mehr erfahren. Und ich sage euch, hoffentlich gefällt euch das Spiel genauso gut wie mir. Und ja, schauen wir uns mal den kleinen Film an. 1960, Mitte des Atlantik. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Bioshock. Und ja, anscheinend haben wir einen Flugzeugabsturz gehabt und sind gerade im Wasser gestrandet sozusagen. Und ja, wir sollten schleunigst raus aus dem Wasser, wenn es brennt. Hier ist das Flugzeug nochmal, das abgestürzt ist. Hier ein Leuchtturm anscheinend. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Schnell darauf. Es ist eiskalt, nämlich. So. Okay. Und ja, also hier geht's nicht weiter, okay? Also da rein, würde ich sagen. Ziemlich dunkel. Und er hat die Tür geschlossen. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Da steht er. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Rain. Oder... Andrew Ray? Was? Keine Ahnung. Ja, anscheinend müssen wir da runter. Sieht ja schon sehr einladend aus. Da steht Wissenschaft. Tja, wie ihr sehen könnt, müssen wir hier in die Kuppel. Gehen wir mal rein. Und... dieser Part wird nicht lange dauern. Ich werde versuchen, den Part so 15 Minuten zu machen. Vielleicht wird er länger, vielleicht kürzer, mal schauen. Auf jeden Fall wird der nicht sehr lange dauern, aber vielleicht werden die anderen länger, mal schauen. Ich weiß nicht genau so, wie lange ich die Parts machen werde, aber ich glaube, so 15, 20 Minuten sollten reichen. Und ja, schauen wir uns mal das an. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet?
Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott, dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Tja, Freunde. Das hier ist Rapture. Der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Rapture ist eine Unterwasserstadt, wie man hier unschwer erkennen kann. Hier seht ihr eine Wahl. Ziemlich nice gemacht. Und ja, mir gefällt keine das Spiel Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Sie wissen, dass wir kommen. Und sie wissen, dass wir abgestürzt sind mit dem Flugzeug. Und ja. Rapture. Ich hoffe, das Land dauert nicht so lange. Drücke Select, um die Karte, um den Ziel. Ah, okay. Also Select sieht man dann die Karte. Schön zu wissen. Ja, speichert. Bitte warten. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich. Okay. Ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können. Autsch. Ist das jemand Neues? Nein. Oh. Anscheinend bekommen wir Gesellschaft. Das ist nicht so schön. Denn wir hätten keine Chance gegen sie. Wärst du so freundlich, das Funkgerät anzunehmen? Das Funkgerät. Okay. Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Ich glaube, das wollen wir beide, dass wir überleben. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Hoffentlich. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Ja. Das scheint unser Freund zu sein. Den Sarg kannst du gerne behalten. Ich brauche keinen. Noch nicht. Und ja, hoffentlich lässt uns nicht im Stich. Nur noch ein bisschen näher. Da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester. Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, diese Strecksgesindel. Eine Rohrzange. Ah. So. R2 Schraubenschlüssel schwingen, okay.
Okay, hier kann man sich ducken. Wow! Das war knapp. Brennendes Sofa sieht man nicht sehr gerne, Alter. Oh oh. Hinter dir! Du Arsch! Ah, der lebt noch! Okay. Du hast einen Verbandskasten. Drücke Kreis, wenn du verletzt bist, um dich zu heilen. Ah, okay. Kartoffel. Die Chips haben dir eine Gesundheit. Oh Mann. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Verbandskasten aufgehoben. Türsteuerung. Der Pep-Regel hat. Also. Was steht da? Die Vision eines Mannes. Die Rettung der Menschheit. Rapture, 5. November 1946. Lass mir mal ein. Okay. Ah, interessant. Nehmen wir das mal. In diesem Spiel gibt es so Fähigkeiten. Das ist unsere erste. Und was sie kann, seht ihr gleich. Oder bald. Bleib ruhig. Dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Electro Bolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Autsch. Das war sicher schmerzhaft. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling. Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von deinem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Tja, der Big Daddy. Und das ist er. Der Name passt gut zu sein. Zu ihm. Und das ist die Little Sister. Nein, Mr. Bubbles, ein Engel. Ich sehe, wie Licht aus seinem Bauch kommt. Warte mal. Er atmet noch, aber das macht nichts. Ich weiß ja, dass er bald schon ein Engel ist. Tja, anscheinend werden wir zu einem Engel. Aber geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Plasmid ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Oh ja. Drücke L2, um ein Plasmid zu benutzen. Ja. Mit L1 tut man das Plasmid ausrüsten, okay. Aber wählen Sie. Ah ja. Lassen wir dabei den Schraubenschlüssel. Wir brauchen das Plasmid jetzt hier, um durch die Tür zu kommen. Aber bevor wir das machen, werde ich jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Ich hoffe, euch hat dabei der erste Part so gefallen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschüss und bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Black95. Ciao.